Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Julius oder Whisper President und ja, ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen, denn es ist ein ganz spezielles Video, denn hier befinden sich zwei sehr, sehr seltene Prime-Flaschen drin, die mir ein sehr, sehr, sehr großzügiger Abonnent, der Alessandro, hat zukommen lassen. Und ja, er hat sie aus London gekauft zu einem echt heftigen Preis. Also vielen lieben Dank an dich. Ja, lass dem Alessandro bitte gerne in den Kommentaren ein bisschen Liebe da. Und ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit der Box ein paar Sounds, denn die sind echt krass. Aber bevor wir beginnen, möchte ich mich ja nicht dafür entschuldigen, aber ich möchte kurz Bescheid geben für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Am Sonntag hätte ja eigentlich ein Video kommen sollen, aber ich war und bin auch immer noch etwas krank. Ich nehme Antibiotikum für eine miese Rachenentzündung, die bis runter zum Kehlkopf geht. Also ja, macht euch keine Sorgen, ich bin am Freitag auch durch mit dem Antibiotikum. Genau, aber trotzdem, ich habe so Bock, dieses Paket auszupacken und es einfach zu tasten. Richtig Bock. So, let's do this. Man hört auch, wie das da drin ist. LA Dodgers.
Flasche ein bisschen gecheckt, auf dass sie original ist oder nicht. Und sieht alles so aus, als wäre es alles beim Rechten. Die Flasche sah direkt auch sehr authentisch aus, ja. In Amsterdam, sehr gut, ja. Premitration London. Ja, das sind also die beiden Kosten jeweils in London 35 Euro zusammen. Also 70 Euro für diese zwei Getränke. Hätte ich mir, glaube ich, niemals selber geholt. Deswegen wirklich ein großes, großes Dankeschön an Alessandro. Ich fühle mich echt, ja, privileged dafür, dass ich dieses Trinken probieren darf. Beginnen wir also. Ich habe bisher noch nie zwei Stück in einem Video getastet, aber machen wir jetzt einfach mal. Das ist guter Content. Beginnen wir mit der Prime von KSI. So, hier, ich lese erstmal alles drauf vor. KSI, no artificial flavors. Für die Leute, die es nicht wissen, KSI ist der Co-Founder, nicht der Co-Founder, einer der Founder von Prime Hydration mit Logan Paul zusammen. Und, ja. Hier steht zwar drauf, Februar 24. Ich weiß nicht, ob damit der 24. Februar ist oder der Februar 2024. Wie dem auch sei, beides wäre auch schon abgelaufen. Aber es ist ja noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht, ob man hier noch mehr sieht. Aber kann ja gar nicht sein, dass das nur so kurz haltbar ist. Aber hier steht's drauf. Naja. Prime Hydration Orange and Mango. Orange and Mango Flavor Drink with Sweetness. Die Ingredients muss ich jetzt nicht vorlesen, aber consume a part of a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Vitamin E contributes to the protection of cells from oxidative stress. Vitamin B and 6. Vitamin B6 and B12 contribute to normal energy yielding metabolism. Best before and see neck of bottle. Ja. Hier steht Februar 24, X306, 344, 10.45 Uhr, keine Ahnung. Also wir sind eigentlich schon drüber, aber ich mach mir da nichts aus. Shake well before opening. Okay. So süß wie die anderen Sachen. So ist die Farbe. Moment, ich hole mal eben ein Glas. Okay. Let's pour this into it. Es ist diese Farbe hier. So gelblich, aber auch leicht durchsichtig. Ja. Prost. Es schmeckt fast 1:1 wie diese
Safari-Capri-Sonne mit den Giraffen drauf und so. Heftig. Bisschen süßer, auf jeden Fall. Aber ich habe diese Capri-Sonne wirklich seit Jahren nicht mehr getrunken. Schmecke ich das sofort raus. Also wirklich, das ist fast unverkennbar. Finde ich mir, also es ist auf gar keinen Fall zu süß. Es ist mit der natürlichste Geschmack, den ich je bei einem Prime-Getränk hatte. Lemon Lime war zwar auch sehr zitrusstark und so, aber ansonsten hat alles sehr, sehr, ja, künstlich geschmeckt. Die Mango kommt da wirklich sehr gut raus. Und der Nachgeschmack, den ich jetzt noch drin habe, ist nicht dieser süßliche, sondern auf jeden Fall dieser fruchtige. Also ist mit eins der besten, die ich je getrunken habe, muss ich sagen. Krass. Freut mich wirklich sehr, dass mir das so gefällt. Jetzt tut es natürlich umso mehr weh, dass ich nur diese eine habe und auch, glaube ich, nur diese eine jemals wieder haben werde. Freue ich mich aber jetzt extremst auf Prime Dodgers Edition. Das hier ist übrigens die amerikanische Flasche, die mit dem dicken Boden und die mit dem kleinen, die dünnere, ist die. Europäische Version. Obwohl das Vereinigte Königreich ja nicht mehr in der EU ist, aber ja. Boah, ich muss echt wieder zum Friseur. Das nervt mich so sehr. Naja. Ich habe mir einige Reviews dazu angeguckt und es soll sehr, sehr ähnlich zu Blue Raspberry sein, aber einen feinen Unterschied. Man sieht ja jetzt hier schon raus, welche Farbe das sein wird. So dieses weiße sein. Shake well before opening. Ich glaube, das habe ich bei noch keinem wirklich gemacht. Habe ich das erste Mal jetzt hier gerade gelesen. Und ich werfe es jetzt über das Mikrofon drüber. Also hier steht drauf, der 9., der 24.9.24 und hier oben ist ganz leicht in dieser Schrift, sehe ich noch ein anderes Datum. Da sehe ich den 23.23. Boah, ich kann es leider nicht, ich finde es nicht, ich sehe es nicht, es ist zu.
das jetzt einfach. Es riecht wirklich sehr stark nach Blue Raspberry, aber auch irgendwie anders. Boah, ich hab so Bock. Ich gönn mir das jetzt. Prost. Warte, komm, machen wir es richtig. Prost. Ist auf jeden Fall ähnlich zu Blue Raspberry. Genauso. Boah, ich wünschte, ich könnte beschreiben, was ich schmecke. Es ist so schwierig, Leute. Schlumpf-Süßigkeiten. Aber was ich so schwer beschreiben kann, ist der Unterschied zwischen Blue Raspberry und dem Prime Dodgers. Ich kann den Unterschied gar nicht beschreiben. Aber er ist da, ich würde sagen, es ist zwar beides süß, aber Prime Blue Raspberry ist, glaube ich, noch ein Ticken süßer. Das ist einen ganz kleinen Ticken mehr in die saure Richtung. Ich würde nicht sagen, dass es sauer schmeckt, aber ich glaube, es schmeckt säuerlicher als die andere. Das andere ist süßer. Ich glaube, das ist es. Noch aufstoßen bis zum Ende des Videos.
Ich würde sagen, ich verabschiede mich damit. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Halt die Ohren steif und pass auf dich auf. Bis dahin.